Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit Unvereinbarkeit von Form und Maßstab von Fais Hypothese. Die Figuren heute sind Sino, Baiju, Xingqiu und Kolai. Wir starten direkt die Herausforderungen. Ziel sind wie immer die 1500 Punkte. Insgesamt 30 Schwachstellen finden und 7 Schwachstellen auf einmal finden. Ja, mal gucken, wie das Team so läuft. Ein bisschen Baiju ausprobieren. Ich habe ihn tatsächlich aber immer noch nicht ausgebaut. Ich habe ihn schon seit über einem Monat und habe ihn noch nicht mal angefangen zu spielen. It is what it is. Genau, also wir haben quasi doppelt Dendro mit Hydro und Elektro. Grundsätzlich auf jeden Fall Elemente, die sich sehr gut ergänzen. Mein Problem lediglich, ich spiele weder Kolai noch Sino noch Baiju aktiv, wobei Baiju ist nur ein Supporter in Anführungszeichen, da muss man nicht so viel aktiv spielen oder machen. Aber trotzdem ist es schlichtweg so, dass diese Helden wieder grundsätzlich eher nicht so liegen. Ich finde es trotzdem gut, dann probiert man wenigstens wieder was Neues aus, was ich echt selten mache, um ehrlich zu sein, weil ich habe viele dieser Helden, von denen ich immer sage, ich spiele sie nicht. Also vor allem die 4-Sterne-Figur natürlich. Die meisten davon hat ja eigentlich jeder oder viele Leute. Und es ist ein Vorteil, aber irgendwie will man dann doch wieder einfach das spielen, was man die ganze Zeit sowieso spielt. Das ist halt einfach so die Natur des Menschen, immer wieder das machen, was man eh schon kennt. So. Eine andere Taktik, by the way, die ich bisher noch nicht gefahren habe, ist diese Schwachstellenerkennung, sich aufzusparen, wenn wirklich starke Gegner da sind, die man so kaum besiegen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel wieder Pilzbestien kommen, genau die nicht mit den Schwachstellen, mit der Schwachstellenerkennung quasi kaputt machen, weil die kann man auch so, weil gut, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es tatsächlich drei sehr starke Pilzbestien sind. Aber die würde ich tatsächlich eher weniger mit den Schwachstellen fertig machen und dann lieber auf sowas wie drei Ruinenkolosse und Ruinenwächter warten, wie wir es gerade gesehen haben. Weil man kann das ja auch dreifach aufladen. Genau, das ist jetzt eigentlich auch wieder nicht unbedingt. Oder man wartet dann einfach bis zum Ende und holt sich dann noch ganz viele Punkte ab. Das kann man natürlich auch machen. Okay. Nummer 2, ich glaube jetzt lohnt sich's. Ah, okay, die Dinger zählen nicht als extra Punkte. Schade. Oh, ja, jetzt lohnt sich's auf jeden Fall auch. Sehr gut. Your journey ends here. I do not think so. Und danke für den Hinweis, Kollege. Oh ja, jetzt lohnt sich auf jeden Fall auch wieder. Aber man sieht den rein einen Kyroinen-Koloss nicht, weil er quasi hinter dieser Nebelwand war. Damn. Ja, jetzt haben wir noch 20 Sekunden. Oh mein Gott, wir haben noch nicht mal 3000 Punkte. Na gut, dann machen wir es direkt nochmal. Zumindest die 3000 Punkte knacken. Ja, ich weiß nicht. Weil ich sagen muss, also heute sind die Gegner schon auch extrem stark. Das sind ja fast nur super starke Elite-Gegner. Oh! Die kriegen wir noch, die Punkte. Die kriegen wir noch. 3500? 3500, ey! Was natürlich nicht gut ist, davon mal abgesehen. Ja, nee, ich finde, keine Ahnung. Irgendwie sind die Teams halt auch ein bisschen, naja gut, random eigentlich nicht. Das Team hat jetzt eigentlich ganz gut zusammengepasst. Es hat einen Main Damage die da gegeben, einen reinen Supporter, der wirklich einfach nur sein Schild macht und sonst gar nichts. Dann Xingqiu, der im Endeffekt auch nur seine Spezialfähigkeit macht und dann gar nichts. Ja, es war nicht, ja doch, es war mein zweitschlechtester Versuch. Bisschen schlechter als gestern. Ja, it was nicht. Es ist irgendwie schwierig. Zwei Dinge haben wir noch vor uns. Schauen wir mal, ob da noch ein bisschen was anderes kommt. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.